Liebe Freunde, startet die Motoren, holt die Tickets raus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zu einer neuen Folge Wissen Leiter 2016. Wir hatten ja einen mega Cliffhanger. Ja, Hammer, ja, das ist ja krasser als bei anderen Games. So, wir gucken uns erstmal das neue Busdepot an. Ganz kurz, bevor der Curry. Beim Curry hat man ja schon gesehen, was es ist. Ja, das neue Busdepot ist auf jeden Fall größer. Oh, ich gehe jetzt da rein. Was passiert jetzt? Ach so. Ja, gut, das war jetzt auch nicht so eine krasse Überraschung. Ich hab 300 weniger verdient als du. Mist. Wir haben jetzt auch neue Aufgaben, 5 neue Aufgaben. Alter, was sind denn das für Aufgaben? Guck mal hier, Rang, ne? Mhm. Globale Topverdiener. Ich bin auf Platz 1399. Ja, letztens waren wir noch Platz 12 und so. Ja, hier ist einer, der hat 321.000 verdient schon. Alter. So, die folgenden Fahrerinnen haben eine neue Erfahrungsstufe erreicht und werden befördert. Major Swift, Lehrling, Gehalt 740 pro Monat. Mhm. Oh, Major, ey, der macht sich ja richtig cool. Guck mal, der immer. Tobi, Alter. So. 820. Ach, du Scheiße. Was denn? Ich hab Abzüge für Unfälle, fast 300 Euro. Wo steht das? Oh, warte, das steht hier oben, ne? Oh, hä, was ist das denn? Oh, wir haben eine neue Werbung freigeschaltet. Ach, guck mal an. Ja, nicht hey, nur eine neue Werbung, Alter. So, achso, der Curry hat es ja schon gesagt, wir haben einen neuen Distrikt freigeschaltet. Und zwar gibt es da das Modern Kongresszentrum, District, Alter. Die Leopoldstraße Nord. Cool, dann gibt es den Fernsehturm, da die Marktallee, die Antistraße, nicht die Antistraße. Die Antistraße, das ist keine Straße, die besteht nur aus Kies. Da steht aber nur. Egal. Und Grabenstraße Ost. Also, wir müssen dann jetzt wieder die beiden Bundesgebiete, sag ich schon. Die beiden Stadtteile und die Freiheitsstraße, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo auf jeden Fall die reicheren Leute drin wohnen. Also ein Luxusgebiet, Haben wir ja letztens noch gehört. Also genau, da fahren auch teure Karren rum, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da nicht ranratschen. Das wird nämlich teuer sonst. Wichtiges Business. Die Stadtverwaltung ist mit deiner Arbeit zufrieden und hat dir Zugang zum Modern District gewährt. Viele wichtige Leute haben hier Geschäft. Was? Sie davon zu überzeugen, den Bus zu nehmen. Das Lustige ist, die anderen Leute, die in der Mitte der Stadt wohnen, haben überhaupt gar keinen rechten Bus zu benutzen. Ja. Da sagt die Stadtverwaltung immer, nein. So, Besitze eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk und befahre sie mindestens einmal. Besitze eine schnelle Strecke mit 1 Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk, maximal 5 Haltestellen. Befahre sie und weise ihr dann eine Fahrerin oder Fahrer zu. Die Abstände zwischen den Fahrten dürfen 10 Minuten nicht überschreiten. Das heißt, wir müssen einen Schnellbus bauen. Kaufe einen Gelenkbus, erfordert Ansehen zum Freischalten und fahre ihn auf der schnellen Strecke. Verbinde alle freigeschalteten Bezirke, bla bla bla. Besitze mindestens 5 verschiedene Strecken, die du und deine Fahrerinnen in der letzten Woche befahren haben. Sorge dafür, dass mindestens 90% der Bushaltestellen deiner Strecke von dir und deiner Fahrerin in der letzten Woche befahren wurden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was der Gelenkbus denn kostet. Jetzt kommt's. Den haben wir noch gar nicht. Den können wir noch gar nicht kaufen. Ja, was ist das denn? Wie soll man dann die Aufgabe erfüllen? Naja. Kommt wahrscheinlich noch. Okay, cool. Also wir müssen jetzt erstmal Besitzer eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk. Ne? Das ist schon mal krass. Ja, also das ist schon eine fette Strecke, ne? Also wir müssen. Genau, wir machen erstmal Besitzer eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem. Also 2 dann aus dem Suburban Districts, dann noch 2 aus dem Residential District. Aber das ist gar nicht so schwer. Ja, es geht eigentlich, aber es sind halt lange Abstände, ne? Ich mach schon mal eine Linie, ja? Wir fahren vom Fernsehturm los. Kannst ja auch schon mal eine Linie machen, Curry. Fernsehturm. Ja, dann mache ich die Strecke, damit wir die Aufgabe direkt geschafft haben, ne? Dann mache ich dann diese Strecke, die einmal durch jeden District fährt. Ja, dann mach du die auch mal. Ne, die mache ich gerade, Curry. Dann mach du doch schon mal die Schnellbusstrecke. Schnellbusstrecke, okay, warte. Also Punkt 2. Besitze eine schnelle Strecke mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk, maximal 5 Haltestellen. Befahre sie und weise ihr dann einen Fahrer. Ach, und die Abstände zwischen diesen Haltestellen dürfen nicht 10 Minuten überschreiten, ne? Ja. Also, okay. Ich habe jetzt die Linie fährt vom Fernsehturm zum Kongress, zur Freiheitsstraße West, zur Barkerstraße oder Barserstraße, was auch immer da wohl steht. Barserstraße. Meisestraße und St. Martinstraße. Baccarastraße und Kongress. Die haben wir die Aufgabe Freiheitsstraße West. Kann ich dir nochmal die Aufgabe. Ach hier. Streckenzeit 5 Minuten, das ist so easy, oder nicht? Fahre sie mir. Wo sieht man das? Unten. So. Ja, Streckenzeit 5 Minuten, das ist eine Schnellbusstrecke jetzt für mich. Ja, und bei mir ist es 11 Minuten 33.
Ist doch richtig, warte mal, ich lese nochmal nach. Kann man anbieten. Besitze eine schnelle Strecke mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk, ja. Wir können ja mal die Strecke gerade anbieten, das mache ich auch mal. Für die Leute, die auch den Bus-Simulator spielen, könnt ihr euch herunterladen. Nehmen wir mal einfach mal Tutti-Strecke. So, anbieten. Könnt ihr euch herunterladen. Mache ich auch. Ja, Schnellstraße. Ne? Also, könnt ihr machen. Okay, ich fahre dann schon mal los. Ja, ich mache mal die Schnellstrecke, die fahre ich mal eben kurz, ne? Achso, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie der ganz neue Bus heißt. C58B. 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 Fahren. Ja, dann fahre ich mal die Schnellstrecke, das sind 3 Haltestellen, also das ist easy. Ist schnell gemacht. Aber die muss durch jeden Dings gehen, ne? Ja, das sind 3, wir haben 3 Bezirke. Okay. Ach, okay, das ist der hier. So, fahren. Lalala. Ab geht's. Die Straßen von Sunny Springs sind heute überfüllt. Fahre vorsichtig und achte auf eventuelles Verkehrsstaus. Okay. Jetzt habe ich mal den neuen Bus. Den hatte ich vorhin nicht, glaube ich. Oder doch? Doch, ich hatte den auch. So. Natürlich obligatorisch einen Kaffee trinken. So muss das ja in jeder Folge sein. Lecker. Ja, ich fahre diese Strecke mal kurz. Die ist ja schnell gefahren. In 5 Minuten ist ja nix. Koffeinschub, yeah. Also, das ist der neue Schnellbus hier. Blitzi. Yo, Mann. Die Flitzekacke ist unterwegs. Zack. Die Flitzekacke. Sollen wir mal da die Tür auf, hinsetzen. Tür wieder zu. Alter, ich fahre immer so. Ich fahre immer so weit auf. Stopp. Oh, ich fahre sogar im neuen Busdepot los. Guck mal an da. Das ist ja prima. Sieht aber genauso aus wie das andere. Naja. Boah, ist echt viel los, ey, hier. Alter. Boah, mega Stau direkt hier vorne. Okay, das kann lange dauern. So, Jungs. Ja, meine Haltestellen sind auf jeden Fall nah beieinander. Also selbst wenn es da Stau gibt, soll es das eigentlich keine Probleme geben. Ich habe ja jetzt eigentlich einen Polster von 5 Minuten quasi, ne? Mhm. Ja, mich lassen hier gar nicht rein. Du einfach mal. Vielleicht ist ja einer der Anwohner in dieser Stadt so nett und lässt den netten Busfahrer rein, aber nee. So. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig, bis ich alleine rauskomme. Zack. Ja, toll. Rein mit euch, Jungs. In Sunny Springs. Herzlich willkommen bei der neuen Schnellstrecke. Bei der schnellen. Bei der neuen Schnellstrecke. Ey, die fahren über Rot, ja. 1,40. Es lässt sich aber kein. Doch, der lässt mich doch durch, oder? Vertraue dir, Mann. Auto ohne Fahrer. Der fährt einfach. Bitteschön. Wir lassen keinen durch, ne? Ja, jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Wünsche ich dir auch. Ja, super, Dennis, super. Nee, von anderen verursachten Unfall. Super, Dennis. Nein, von anderen verursachten Unfall. Ich war das diesmal nicht, mein Freund, ja? So, ab geht's. Mann. Als Busfahrer hat man keine leichte Leben. Ich würde mal gerne irgendwann zu der Tankstelle fahren, einfach mal um zu gucken, was passiert. Ja, kannst du machen, wenn du die Strecke fertig hast. Ja, stimmt. Yo. Und in der nächsten Folge haben wir dann wahrscheinlich erstmalig einen Gelenkbus, liebe Freunde. Ja, geil, Alter. Aber der kostet wahrscheinlich so viel, den können wir uns gar nicht leisten. Ja, der ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu fahren, ne? Also ja, da müssen wir einen wahrscheinlich verkaufen. Das wird, glaube ich, lustig. Lustig, tralalala. Meine Damen und Herren, nächste Haltestelle, Baccarer Straße. Barser Straße. Nein, Barser Straße. Das ist mit der Messi-Allee. Genau. Da kommt immer RTL 2 hin. Warum denn der RTL2? Kennst du nicht? Die Sendung, die da immer lief? Messi-Sendung da. Ach so, ja. Yeah. Klar. Lustig, wie der Busfahrer aussieht, ne? Wenn man sich da selber im Spiegel sieht. Ja, sieht genauso aus wie ich. Echt? Ja. Nein. Hast du Facecam, wie bei FIFA? Ja. Wie heißt es bei FIFA? Hier, Gameface. Gameface, yo, man. Alter, wie lange ist denn die Ampel rot, bitte? Wollt ihr mich gerade verarschen? Okay, es geht los, Freunde. Aber wieso ist das Haltestelle 4? Wo ist denn Haltestelle 1? Hä? Ah. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf den Plan gucken. Ach, ich fange ja beim Fernsehturm an. Ach so, ich muss erstmal. Oh, ich muss erstmal von da drüben darüber fahren. Ah, das erklärt alles. Gut, dann mache ich das. Aber ganz kurz kann ich hier direkt. Ach, ich kann auch direkt hier lang fahren. Zwei Fahrkarten für den Senior, natürlich. Fernsehturm. Muss man jetzt echt erstmal dahin fahren, ne? Der unfassbare Verschämtheit. 2,20. Bitteschön. Da. Steuer der Kiste da. Ja, natürlich immer. Ich bin schon angeschnallt. Ja! Um auch heute eure Frage zu beantworten, wann kommt der Flugsimulator? Der kommt in Kürze, Ladies and Gentlemen. Boah, das ist so geil, ey. Haltet die Ohren steif. Es wird lustig.
Wir werden natürlich die ersten Flug nicht online machen. Ja, das müssen wir so machen, echt? Weil wir müssen. Oder? Ich weiß nicht, ey. Ist ja echt so knallern am Limit gehen, oder was? Ja, ob du es jetzt machst oder beim nächsten Mal. Ja, ich würde erstmal den ganzen Hate kassieren, weil wir so schlecht sind. Wir haben ja einmal sind wir schon Probe geflogen, dann sind wir einmal um den Flughafen rumgeflogen, weil wir nicht landen konnten. Weil war schlechtes Wetter. So. Ne, ich freue mich drauf, ey. Das wird echt ein cooles Ding. Aber das können wir echt nur einmal pro Woche raushauen, ja, weil das ist teilweise also so lang. Ja, du fliegst ja, was weiß ich, wie lang und dann kannst du nicht da irgendwie jeden Tag eine Folge bringen oder. Aber Leute, also wir werden erstmal nicht in die USA fliegen oder so, weil 12 Stunden Videos. Das machen wir dann im Special Livestream. Ja, ist echt. Genau, Matchers und die Stewardess hier. Ich habe mir einfach mal die Vorfahrt geklaut, sonst schaffe ich es halt nicht. Jetzt sind wir im Luxus-District hier immer. Boah. Und wie sieht da so Curry? Ja, schön, hier glänzt alles. Ja, alles golden. Ja. Golden. Raus mit euch! Ich bin immer noch nicht an meiner ersten Station, ich muss immer noch fahren. Ja, ich bin fertig. Nee. Ja, ist ja eine Schnellstrecke. Hast du die Aufgabe denn jetzt komplett erfüllt? Ja, warte, ich guck nochmal. Zack. Eben verdient, bla 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 bla. Ey, wo fahr ich denn hier gerade hin? Warte mal. Ich muss einfach komplett rum. Wie krass. Okay. Boah, Alter, wir mussten gerade Buswartung und so und Versicherung bezahlen, Alter. 4000, Mann. Boah. Und? Hä, hast du geschafft? Haben wir irgendwie einen Bus gekauft oder so? Nee. Doch, wir haben einen gekauft. Achso, okay. Wir haben ja vier. Besitzer eine schnelle Strecke mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk. Maximale 5 Haltestellen. Befahre sie und weise ihn dann. Achso, ein Fahrer hinzu. Okay, alles klar, das mache ich nochmal kurz. Zack. Du kannst ja mal meine Strecke fahren, die ich gerade fahre, ey. Ich fahre. In der Zeit, wo du deine Strecke fertig hast, bin ich noch zu der Strecke auf dem Weg hin, weil hier so viel Verkehr ist. Yo, Mann! Aufgabe abgeschlossen. Nice. Geil, Mann. T-Shirt erstmal mit gut. Kaffee. Lecker. Erstmal vor Freude, ne? Musstest du bremsen, oder was? So, was haben wir denn noch? Kannst du mal meine Strecke fahren, Curry? Besitze eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk. Das machst du gerade, ne? Mhm. Alles klar. Dann kaufe einen Gelenkbus, erfordert Ansehen zum Freischalten und fahre ihn auf einer schnellen Strecke, verbindet alle freigeschalteten Bezirke maximal 5 Haltestellen, weise Fahrerin für ein maximales Ding ist, es gab hier neue Werbung noch, ne? Die hätten wir auch noch einbringen können. Ja, das kann ich mal machen. Ja. Gelenkbus ist noch nicht am Start. Nee. Ja, ich denke mal, wenn ich den auch gleich fertig habe, den aktualisiere mal. Doch! Nee. Hä? Nee. Nee, doch nicht. Ich dachte, ach, okay, alles klar. Ey, hier ist haben wir so noch viel Aufgabe, bla bla bla. Besitze mindestens 5 verschiedene Strecken, die du und deine Fahrerin die in der letzten Woche befahren haben. Wie viel haben wir denn? Wie viel fahren wir denn? Hier fährt keiner, hier fährt Tobi, hier fährt der Major, hier fährt auch keiner, Bronze und Walle. Okay. Ja, ey, ich komme hier nicht voran, ey, weil hier so viel los ist. Also fahre ich dann mal die Fernsehturm. Also Fernsehturm ist deine, ne? Ja, kannst du auch mal fahren, ey. Die ist mega krass. Ich guck mir gerade nur die Aufgaben an, damit ich vielleicht schon eine machen kann. Sorge dafür, dass mindestens 90% der Bushaltestellen in deiner Strecken von dir und deinen Fahrern in der letzten Woche angefahren werden, wurden. Aber die eine Aufgabe haben wir jetzt erfüllt, habe ich richtig verstanden. Ja, meine Aufgabe ist jetzt fertig, ja. Die ich bin gerade auch auf dem Weg. Beeil mich jetzt auch. Jetzt kann ich endlich gleich auch mal anfangen. Ich pack mal die neue Werbung drauf. Doing, man. Gucken wir doch mal hier, was wir hier Schönes haben für Werbung. Boah, ich muss echt einmal komplett rumfahren, ey, wie ätzend. Wie ätzend. Ja, ich bin alleine schon 5 Minuten unterwegs, um überhaupt zur ersten Haltestelle zu kommen. Alter, man kann hier ein Einhorn als Aufkleber, Mann. Wir sind die Einhorn-Airlines. Airlines vor allem. Airlines, der Bus hebt ab, wenn du schnell fährst. Oh, ist das ätzend hier gerade. Kann ich eine Abkürzung nehmen? Alter, ich habe einen Einhorn-Bus, ich flipp aus. Aber das finde ich cool so, dass die so verschiedene Szenarien gemacht haben, dass sie zum Beispiel sagen, okay, die Stadt ist heute voll und so, deswegen. Ja, ne? Auch so Feiertage und sowas, das ist cool, ey. Das ist cool. Jetzt fahre ich an M vorbei, ist M Metro oder was? Ich hab ein Einhorn, Alter. So, geht's jetzt einmal los hier. Es tut mir leid, Leute, ich bin leider falsch gefahren einmal. Nochmal ein Einhorn. Macht ja unsere Busse hier zum Einhorn. Wie kann man die denn drehen? Rechte Maustaste oder nicht?
Ach so, die Werbedinger, ne? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht mit den Pfeiltasten oder so? Nee. Ah, schon wieder rot hier. Das ist ja unfassbar. Wollen wir dann da vorankommen? Unfassbar ist das. Beschwer mich. Ach, jetzt habe ich wieder alles gelöscht. Ich meine, so ein Einhorn macht doch nichts hinten dran. Das ist ja nicht so tragisch. Da, dir wird doch nicht. So. Zack. Werbung, was haben wir denn da schönes Neues? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Mare da grün. Alter, 1000 pro Woche, wenn wir einmal Werbung draufpacken. Nice. Ja, sag ich doch. Ey, warum fahren die denn nicht? Kann man hier hupen? Ich würde nur gerne wissen, was das für eine Werbung ist. Sextoys. Jetzt wehe, du sagst mir Spiel wieder, ich bin über Rot gefahren. Das war Orange. Ja, wollte ich ja schon sagen. QJ, Alter, was ist denn QJ? Boah, wie geil sieht das denn hier aus? Können wir mal folgen. Ist das hier eine Metro? Ist das eine U-Bahn oder ist das eine Messe? Zack. M steht ja eigentlich für Metro. Aber könnte auch eine Messe sein. Oder was ist das hier? Das ist ein Hauptbahnhof oder was? Warte mal, ich gehe jetzt mal da. Zack. Geh da mal jetzt rein. Packen wir hier nochmal eine Werbung drauf. Jo, hier ist sogar ein Kiosk, ey. Jetzt ist schon wieder rot. Jo, Mann, ich krieg da 2000 pro Woche mit diesem Bus, ey. Nice. Zack. Und ein Einhorn aber auch drauf. Was gibt es Schöneres? Ja, das ist ja prima. So, hier ist Graffiti, Mann. Ich bin Achso. Soll ich mal deine Strecke fahren, oder was? Ja, mach mal. Kaufe ein Gelenk. 2058 hast du es dann. Alles klar. Das ist ja unfassbar, Körper. Na gut, du bist ja jetzt von dem Depot erstmal dahin gefahren, ne? Ja. Ich hätte direkt schneller Einstieg machen sollen. Tut mir leid, Freund. Aber so geht die Folge ein bisschen länger, ist doch schöner. So. Wie viele Strecken hat die denn? Haltestellen, meinst du? Was laber ich denn heute hier? So, schneller Start, bla bla bla. Gelenkbus, das wird spannend. Ich mach mal die umgekehrte Strecke, dann habe ich ein bisschen was anderes aus. Ja. Du von der anderen Seite. Kann man doch mal machen. So. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie sieht denn aus, unser Bus hier? Schöne Werbung drauf mit dem Einhorn, was gibt es Schöneres? Aber der ist noch dunkelrot, ne? Ja, Hauptsache. Dieselbe Farbe noch, ja. So, jetzt bin ich mal hier fast da jetzt. Jetzt gleich geht's los, Freunde. Ja, geil, ey. Endlich mal. So, der Curry fährt die umgekehrte Strecke. Genau. Ach, ab geht's, mein Standard-Randio-Sender hier. Der Randio-Sender. Der Randio-Sender. Check out! Keep rolling. Wie weit ist es denn noch? Mutti, wann sind wir da? Bus hat 800 Jahre Verspätung. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ja nicht mehr feierlich hier. So, fahrt, Jungs und Mädels. Es geht los. Die erste Anspruch. Wie sieht das denn hier aus, ey? Von so einem krassen Fiedel hier. Oh, wir können, ne? Sind alle so riesen Gebäude. Oh, Blinker. Fahrauto, Alter. Ach ja, bald kommt übrigens der Fernbus-Simulator raus. Ist kein Witz. Echt? Ja, und richtig gute Grafik hat er tatsächlich auch. Und den werde ich natürlich, ich weiß nicht, ob der Curry das auch macht, vielleicht hat der auch einen Multiplayer-Modus, das wäre natürlich dann spitzenmäßig. Den werde ich auf jeden Fall auf meinem Channel spielen, wenn ihr wollt. Und beim Curry gibt es bestimmt auch was, wenn er einen Multiplayer-Modus hat oder auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Weiß ich nicht. Müsste der Dioridoristen-Style mal sagen. Ich habe auf jeden Fall schon geplant, dass in einer Folge der Ben als Gast kommt. Ist echt so. Weil, das muss ja sein. Der muss doch mal so erzählen, wie es ist. Er hat ja Erfahrungen damit gesammelt am meisten, ne? Ja, ich eben. Also, gib mir den Kürze, ruhig mal. In Kürze ruhig. Liegt die Würze. Ruhig mal einladen. Da wollen wir mal einsteigen, oder? Was ist ja 2,80. Bitteschön! Er will nicht mehr einsteigen. Okay. Ach, guck mal, die lassen einen sogar hier raus. Das sind ja nette Menschen. Richtig nette Menschen. Zack, weiter geht's. Gar keine Zeit verlieren. Boah, wie krass hier die Stadt. Beim Kongress ist das so groß hier alles. So große Gebäude. Das ist mega, dieser Bezirk, ne? Voll das ist echt geil, glossy, ey. Glossy, glossy, glossy. Ich hab Geld. Glossy. Oh, da ist ein Kiosk. Ey, läuft einer fast über die Straße. Ist der bekloppt? So. Ist er halt die Meisenstraße. Was kann man denn da im Kiosk machen? Kann man da einkaufen gehen, oder was? Ich weiß es nicht. Bei der Kiosk. Müssen wir uns nochmal angucken, die Tage.
Da gibt es noch einiges hier, Leute. Einige Folgen. Ja, und wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, vom Curry oder von mir, könnt ihr gerne mal machen. Ne? Hier gibt es ja auf jeden Fall richtig schöne Videos. Jeden Tag rund um die Uhr. Für euch, für mich und für den Petrus. Ah, oh, der Petrus, Alter, der ist ein super Typ. Ja, ne? Düfte. Düfte Typ ist das. Alter, was ist denn da schon wieder los mit der Ampel? Ja, die sind heute katastrophal, die Dinger. Und vor allem, wie viel Verkehr hier heute Mann, los ist. Mann. Ja. Wie sie alle hier am Hupen sind. So, bin bei der nächsten Station. Ja, ich weiß, dass ich Zeit verliere, Mann. Kann der mal genial. Da vorne ein bisschen auf die Tube drücken? Ey, meine Leute haben gerade gesagt, genial. Ein guter Busfahrer. Die Dame braucht mehrere Fahrkarten. Einzelfahrtschüler. War schon wieder eine Hotpants, hör mal. Ja, wo guckst du denn hin, Alter? Schau mal, du sitzt da so an der Kasse. Oh, schon wieder eine Hotpants, ey. Was will denn zwei Schüler hier? Bitte. Oh, hallo. Wie redet die denn? Okay, was möchtest du? Kriegst du 360 wieder, wa? Ja, wunderschön, denn es entfluppt doch. Es fluppt doch langsam hier. Einen schönen Tag. Wie er ausflippt. Okay, alles zu. Haben wir wieder irgendeinen Fahrgast vergessen? Nächster Halt, Baccarastraße. Baserstraße. Die Baserstraße. Die Wischstation, achso. Da hängen die Fanclubs aus der Wand. Was? Ja, ich bin so ein bisschen geistig gestört als Busfahrer, weißt du? Ja, da will ich nie einsteigen, immer die Kiste. Ja, so, ich bin den ganzen Tag am Sabbern, weißt du? Ich muss die Scheibe von innen waschen, ja genau. Boah. Der Bus an die mal voll hier, ey. Ja, das ist ja mal geil, so ein richtig fetter, voller Bus, ne? Und dann eine Schlägerei oder so. Boah, wie in Berlin. Bin einmal mit Patrick nach Berlin gefahren. Und wir waren 5 Minuten im Bus, den TXL vom Flughafen Richtung Stadt. Und dann hat ein Typ einfach jemanden aus dem Bus rausgetreten hinten, weil er ihn angerempelt hat. Ja, ist kein Witz. Dann warst doch du. Ja, der Patrick, der hat wieder nicht gehört, der Mann. Ja, tritt ihn einfach aus dem Bus raus. Patrick, sieh zu, wie du nach Hause kommst. Oh Mann, hier ist ja ein mega toll, Kevin, betätige die Einrastfunktion. Alter, was ist hier los, Mann? Wie soll ich denn so rechtzeitig ankommen? Wie spät haben wir denn? Was haben wir für eine Uhrzeit hier? Ach Gott. Kann man das irgendwo sehen? Ist hier Feierabendverkehr oder was ist hier los? Ja, ich tucke auch hier wieder, Willi. Alter, das gibt es doch nicht. Was machen die denn da? Ja, du hast wenigstens keinen Stau, sei froh. Ja, ich stehe aber nach einer roten Ampel, das ist ja genau dasselbe. Ja, mal. So. Ich habe 1, 2, 3, 4 Stationen noch von mir. Mann. Oh, jetzt bin ich schon zu spät hier, nice. Ja. Kannst auch gar nicht pünktlich sein, wenn du hier Stau stehst. Ist so. Du kannst echt nicht pünktlich sein, weil entweder die Ampel zu lang rot ist oder stehst im Stau oder so. Wie will man das planen? Das kann ich dir nicht sagen, ey. Vor allem, warum hat der Bus eigentlich Licht? Ist ja immer hell. Ja, ne? So Nachtfahrt wäre auch mal geil. Ja. Und dann ist keine Sau oder wo dann wirklich mal so besoffene Leute rumfahren oder so. Wer weiß, ob das noch kommt, ey. Warte mal ab da. Zack. Boah! Ja, alles Scheiße. Klar. Bleibt er da einfach stehen. Unfassbar. Ich zieh den gleich aus seiner Karre, Alter, ganz ehrlich. Boah, ich fahr durch so eine Unterführung jetzt. Durch so eine, keine Ahnung, ist das eine Burg oder was denn? Ach du Scheiße, was gibt die denn? Oh, was ist das? Wie viel hat die gegeben? 8,60 gibt es halt. 8,60. 1, 2, 3, boah, ich hab's noch geschafft. 3, 4, 18 Sekunden 6, und ich bin noch pünktlich. 7, 8, 60. Bitteschön! Steigen Sie mal allein da. Ich hab sogar geblinkt und das wird nicht kein Problem. Hier belohnt. Ach doch, jetzt. Wünsche ich dir auch, mein Aller. Oh, was hat denn hier? Zac Efron ist bei mir gerade eingestiegen. So, was braucht der? Einzelfahrt, Schüler. So. Oh, der hat einen 10er. Dann kriegt der 8,60 wieder, ey. Das ist ja der krass. Heißt der John, oder was? 2, 4, 6, 8, 5, 6. Oh nein! Der hat 10 Euro gezahlt und ich hab den 69. Was? Wie viel? 69 Euro? Ich hab anstatt auf 10 auf 1 Euro gedrückt, 1 Euro mehr gekriegt. Ach du Scheiße, Alter. Unternehmen geht pleite.
Oh mein Gott. Stell dir vor, ist so ein Busfahrer, der gibt so viel aus, dass ihn rast der voll aus da am Sitz, weißt du. Scheiße, Mann! Zurück. Ja, die sind auch, guck mal, das sind auch so Bürger hier, die sagen nicht so. Ja, die sagen nichts, ne? Die sagen, ja, alles klar, danke. Ja. Du Trottel. Das sind die Richtigen, das sind die Deutschen, ne? Ja. Mann, aber das Ganze spielt ja in Kalifornien, Curry. Ach so, echt? Ja. Sunny Springs. Ja, Sunny Springs, ich bin in Kalifornien. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt, bitte. Alter, das hört sich aber schon sehr deutsch an hier. War ein Witz, Idiot. Hört sich schon sehr deutsch an, der Curry, ey. Da kommt der Aria, holländische Aria raus, aber. Der holländische Aria Käsefuß. Ey, das brauchst du, Bro. Ja, Leute, nächste Woche ist es soweit. Wir gehen tatsächlich mal wieder Fußball spielen. 6. Kann man ja ruhig mal gerade während der Fahrt boah, sagen. Boah, da freue ich mich so drauf, ne? Ohne Scheiß. Ja, auch, ey, boah. Und wir haben einen Gast. Allen, Alter, wir sind so voll, ne? Wir sind so. Wir haben richtig volle Teams. Ja. Wir haben alles. Wir sind so voll, Alter, wie Bernie am Wochenende immer. Ja. Und der wird richtig Spaß an der Backen haben, glaube ich, ne? Der hat ja auch kaum keine Zähne, der Bernie. Doch, hat er. Ey, was hat der für ein Geräusch? Der hat Zähne, aber so, der kann die rausnehmen. Also die unteren. Bernie so pfeift auch mal die Zähne an der Flöte. Alter, wie geil sieht das denn hier aus, Mann? Das sag ich doch. Was ist heutzutage nur mit den Leuten los? Können sie nicht einfach den ganzen Tag Fernsehen sehen? Sind jetzt alle drin hier? Pizza essen wie normal. Da kommen noch welche nach. Da stehen doch noch welche an der Haltestelle, oder bin ich jetzt doof? Da steigt doch ein. Drei Türen. Alle drei Türen öffnen. Hab ich doch. Nein. Hä? Ich sehe das doch. Wie denn? Sind da hinten. Ja. Oh Mann, ich ey, warum ich geht das auch nicht als Passagier in deinem Bus? Warum geht das? Das ist ja auch geil, ey. Aber das mit dem Dings-Ticket-Kontrolleur, was ich da vorgeschlagen habe, schon sollten die machen. Na gut, das kannst du ja nicht mal eben einbauen, ne? Ja, sonst mal da hinsetzen. Entwickler, mach mal ein neues Spiel. Kauft mal alle euch dieses Spiel hier bei Amazon und von dem ganzen Geld machen die das jetzt. So, fertig. Die machen das jetzt. Nur für in 10 uns. Minuten da eben kurz. Machen die mal eben da. So, gleich bin ich fertig. Sollte mal sowas hier geben, so ein Spiel in der Optik von GTA 5, ey. Jo, so eine Alter. Welt. Weil die Welt hier ist auch groß. Wenn das noch eine bessere Grafik hätte hier. Boah. So. Hallo Mann, ich muss auf die Halle. Ey, ich stehe ja. So. Mach doch mal Platz da vorne. Jetzt gehe ich an der roten Ampel. Ja, was ist jetzt los? Oh, ich bin rückwärts gefahren. Ich bin beinahe runtergefahren. Zack. Kommen Sie rein. Oh, jetzt geht der Bus, Freunde. Hallo, ich fester. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Schau, da sitzt der Busfahrer. Da kommt alle rein, alle. Eine Fahrkarte bitte. Und du so. Eine Fahrkarte bitte. Dann steigt nie wieder in den Bus ein. Da ist einer gerade einfach so reingerannt, ey. Ja, auch noch einen schönen Tag. Okay, Mann. Meine Tour ist gleich beendet, ey. Ich glaube, eine Station noch. Ich habe gleich auch, glaube ich. Bitte zurück. Eine Folge, ey. 28 Minuten. Alter, hier ist voll das Banking District oder was? Ja, ja, klar. Jo, letzter Halt. Jo, Mann. Letzter Halt immer. Also, Curry fängt später sich an und ist schon fast fertig. Scheiße, ich bin, glaube ich, wieder über Rot gefahren. Oh, ne, ich dachte, das ist grün, das sah so aus, aber war für Fuß ja, grün. Ist ja fast dasselbe, ne? Oh, Mann. Ich kann man natürlich leicht verwechseln. Nee, ich hab nach rechts geguckt und ich bin so weit vorgefahren, dass ich die Ampel nicht mehr gesehen hab. Ach, heiliger Bimbam. Alter, der hat gerade in meinen Bus gerülpst, die Potsau. Was denn raus da? Vor allem, was ich scheiße finde, die Autos blinken nicht. Da weiß man nie, ob die aus dem Kreisverkehr rausfahren oder nicht, Alter. Ja, das ist ja unfassbar. Ja, scheiße, Mann, da kann man durch Unfälle bauen. So, letzte Station, Feierabend heute hier. Jawohl. Das ist schön, ne?
So, alle aussteigen bitte. Fahrt endet ihr. Raus da, raus da. Wäre auch cool, wenn die so Müll liegen lassen würden. So machen die aber nicht. Ja, wenn man danach den sauber machen müsste, ne? Ja. Wie beim Kaugummis an die Sitze schmieren, die man dann auch wegmachen so, müsste. So, Eingabe. Das müssen wir uns ja eigentlich den Gelenkbus kaufen können. Die Leiter empor. Nice. Haben wir gerade irgendwas freigeschaltet? Ja, Mann. So, die folgenden Fahrerinnen haben eine neue Erfahrungsstufe erreicht und wurden befördert. Bronzebier. Naja, ich sag mal so, der Walle, der wurde ja kürzlich eingestellt und also, glaube ich, als erster. Ne, der Tobi. Und der ist immer noch nicht befördert. Was ist ja, denn da Tobi, los? Ja, Tobi, was macht der denn da, der Tobi? So. Obwohl, der Tobi, doch, der Tobi verdient doch schon voll viel. Ja? Ja. So, zack. Das bin mal gespannt. Ich bin fertig. Nehmen wir jetzt den Gelenkbus. Ja! Nee. It's happening. Echt? Ja, es ist sogar ein MAN-Bus, also ein reales echt? Vorbild. Ja. Zeig mal, das will ich sehen. Ja, ich guck gerade auch mal, was der kostet. Jetzt kommt's. Ja, wo ist der denn? Händler. Hier. Ah, nee, doch nicht. Ist kein MAN-Bus. Entschuldigung. 270.000. Was? Ja, ja gut, jetzt können wir natürlich die gucken, ersten ne? beiden wollen, verkaufen. Wollen wir die ersten beiden verkaufen? Ah, dann kommen wir trotzdem. Also kommen wir doch auf 270.000. Ja, ich verkaufe mal die ersten beiden. Nee, kommen wir nicht. Ah, scheiße. Hast du jetzt zwei schon verkauft? Nee, ein nur. Brauchen. Alter. Wie viele Busse haben wir denn? Wir haben drei Stück. Ja. Wie viel brauchen wir denn? Also insgesamt haben wir. Wie oft kann man den denn benutzen? Was heißt das denn, drei Stück? Kann den jeder dann benutzen von uns? Ist das egal? Ja. Ja, ne? Dann verkaufen wir noch den mittleren, oder? Ja, naja, weißt du was? Da machen wir mal eine nächste Episode vom Bus im Radio 2016. Ja, fänd ich auch besser, ne? Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Brainstorming machen jetzt. Genau, wir müssen jetzt den Betriebsrat aufsuchen und so weiter. Ja. Also, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode, liebe Freunde. Jeden Tag um 17 Uhr beim Curry auf dem Kanal und bei mir. Jawohl. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Bis dann, schönen Tag noch. Und immer schön das Ticket dabei haben. Ja, schönen Tag, ciao. I met a wise man on a mountaintop, and then I asked him, what's the secret part? The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun.